Was geht? Corey hier und willkommen bei Einfach Bibellesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese und euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Macht Sinn? Gut. Dann lesen wir weiter. Wir haben bis jetzt Markus Kapitel 4, 1 bis 25 gelesen und werden jetzt weitermachen mit Vers 26. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Falls nicht, hört einfach zu, nehmt die Bibel selber vielleicht in die Hand und streicht euch Sachen an, die euch interessant vorgekommen sind und ja, macht einfach mit. Und wir lesen weiter. Nicht da, sondern hier. Jesus fuhr fort: Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf ein Feld aus. Hatten wir doch gerade. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Keim heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet sie mit der Sichel. Bevor ich tief in dieses Thema reingehe, fassen wir doch einfach zusammen, was hier das Gleichnis ist, was Jesus, von dem Jesus hier spricht. Und er spricht einfach nur von dem Reich Gottes. Einfach nur, ist natürlich gut, aber er spricht vom Reich Gottes. Und er vergleicht dieses Gleichnis hier, was er jetzt sagt, mit dem Reich Gottes. So wird es aussehen oder so sieht es aus. So ist es, es ist lebendig, es sieht immer so aus. Das Reich Gottes. Ein Bauer streut Saatgut auf ein Feld. Das ist das Reich Gottes. Nein, Spaß. Aber das ist das Reich Gottes, was da passiert. Egal, ob er geschlafen hat, egal, ob er wach ist, er hat nur die Saatgut gestreut. Es wuchs, die Saat, die keimte und die wuchs, auch ohne, dass der Bauer noch etwas dazu getan hat. Und dann geht diese Saat auf und es reift das Korn. Interessantes Beispiel, da gehe ich nicht tiefer drauf ein, weil Jesus selber wieder erklärt, was das bedeutet. Und meistens ist es auch so. Manchmal liest man ein Vers, oh, verstehe ich nicht. Und dann versucht man herauszufinden, was es ist. Und dann hat man vielleicht so eine vage, ein vages Verständnis davon bekommen, so, weil man irgendwo das anders gesehen hat. Und dann liest man einen Vers weiter oder einen Absatz weiter und dann wird das eh erklärt. Also gerne erstmal große Abschnitte lesen und dann nochmal vertiefen. Aber ja, lesen wir weiter, Vers 30. Jesus fragte: Wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit kann ich es vergleichen? Es ist wie ein winziges Senfkorn. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samenkörnern gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran, mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Jesus verwendete viele solcher Gleichnisse, um die Menschen so zu lehren, dass sie es begreifen konnten. In der Öffentlichkeit lehrte er ausschließlich durch Gleichnisse. Wenn er aber später mit seinen Jüngern alleine war, erklärte er ihnen ihre Bedeutung. Neues Beispiel: Der Senfkorn. Ein winziges, einer der kleinsten Samenkörner, die es gibt, wird gepflanzt, aber dann wird daraus eines der größten Pflanzen. Und auch so ist das Reich Gottes. Okay, was bedeutet das? Klein, groß und sät und nichts tun. Das ist bis jetzt, was wir daraus haben. Also gehen wir wieder zurück zu dem ersten Gleichnis, zu dem Reich. Naja, hier geht es natürlich eindeutig darum, um das Reich Gottes. Aber das Reich Gottes ist nicht nur weit weg im Himmelreich. Das Reich Gottes ist auch jetzt schon da. Also wir leben im Geiste auch immer schon, also wenn wir Jesus angenommen haben, im Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist so wie der Bauer, der die Saatgut streut. Also es gibt auch wieder zwei
Arten, wie wir diese Stelle deuten können. Erstmal würde ich die so ein bisschen im Kontext von dem, was wir die ganze Zeit gesagt haben, ist, hier geht es um die Lehre verbreiten, die Lehre weitergeben. Also es ist so eine Sache, die Jesus den Jüngern weitergibt. Hey, wenn ihr das Wort weitergibt, dann wächst es heran. Egal, ob ihr schlaft oder ob ihr wach seid oder ob ihr sonst was tut, denn nicht ihr schenkt das Gedeihen, sondern das passiert schon von selbst. Also in anderen Worten, Gott macht es. Und da habe ich eine Bibelstelle, die rausgesucht, und zwar in 1. Korinther 3, Vers 7. Und da heißt es, wichtig ist nicht der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Ich sage immer, habe immer Gedeihen gesagt, weil die andere Übersetzung sagt das so. Die sagt es so: So ist es weder etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen schenkt. Also das Wachsen in dieser Message, also wir, um es jetzt nochmal simpel zu machen, falls ich die ganze Zeit nur mumble und die ganze Zeit nur Quatsch erzähle. Es geht wieder um, wenn du jemanden eine Message, oder damals auch die Jünger, wenn die jemanden die Message weitergegeben hat, dann ging es nicht darum, dass sie jemanden erdrücken mussten mit der Wahrheit und sagen, hey, du musst das glauben, und die so lange an dieser einen Person gearbeitet haben, bis sie es geglaubt hat. Weil so denken wir manchmal, oder so wollen wir es manchmal. Wir haben eine Person, die wollen wir unbedingt zu Jesus führen, und wir zeigen ihnen das Evangelium und beantworten alle Fragen und geben ihnen, ja, und wir setzen alle unsere Zeit in diese eine Person, was ja gut ist natürlich, aber wir vielleicht die falsche Motivation haben, denn wir sind nicht die Person, die eine andere Person zum Glauben überzeugt, also die nicht eine andere Person überzeugen kann. Also kann irgendwo, ja schon, aber wir machen das nicht. Und zwar Gott ist der die Samen, die wir pflanzen, es geht ja die ganze Zeit darum, um dass wir Samen pflanzen, das Wort Gottes, pflanzen, und das, was in deren Herzen dann aufgeht und sie letztendlich die Erkenntnis schenkt, das ist Gott selber. Das ist eine Art, diesen Gleichnis zu verstehen, aber ein anderes Beispiel ist auch so ein bisschen, so Jesus ist gekommen, und er schenkt jetzt, hat gepflanzt und jetzt geht er wieder in den Himmel und es wird gedeihen, egal ob er da ist, in physischer Form oder halt nicht. Und das ist ein cooles Bild, dann wenn wir dann danach gucken. Es ist genauso wie Jesus mit dem Senfkorn erzählt. Egal ob es jetzt und da halt damals so die Christenheit so ganz klein war, wenig Menschen, so es wird klein anfangen, aber wird dann zu sich auf die ganze Welt ausbreiten. Und das sehen wir ja heute, dass auf der ganzen Welt Leute Jesus anbeten und Jesus nachfolgen. Und so in etwa ist es klein angefangen und ist ganz groß verbreitet. Genauso können wir aber auch die Lehre, die das Verständnis sehen, weil das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit reden, ist, wir haben jemandem das Wort weitergegeben oder wir haben das Wort selber empfangen, es war noch ganz, ganz klein, aber jetzt in meinem Leben ist es so weit verbreitet, so weit, so groß geworden in mir drinnen und so in jeder Pore meines Körpers ist Gottes Wort. Und genau auch so kann man dieses Gleichnis sehen. Und ja, genau, ich hoffe, euch hat das geholfen. Und ich denke, ich mache noch den letzten Punkt, dann wird das Video ein bisschen länger, aber ist egal, dann habe ich wieder meine Standard 3 Videos für pro Kapitel. Und darum lesen wir weiter den letzten Abschnitt. Vers 35. Lass mich nochmal kurz trinken. Okay. Als Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihm. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voller Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einen Kissen.
In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie miteinander: Wer ist dieser Mann, dass ihn sogar Wind und Wellen gehorchen? Kleine Zusammenfassung, nochmal in meinen eigenen Worten. Sie sind auf dem Boot, raus ins Wasser, da kam ein Sturm. Jesus chillt in der Ecke, schläft und die Jünger sind einfach mega in Panik, weil die Wellen immer höher sind, das Wasser ist im Boot und sieht aus, als ob sie gleich alle sterben. Dann gehen sie natürlich zu Jesus und sagen: Hey, macht es dir nicht aus, dass wir gerade sterben? Willst du nicht auch helfen? So, wir schütten gerade das ganze Wasser raus und so und du chillst da so. Macht dir das gar nichts aus? Und die halt mega ängstlich und so. Und Jesus steht auf und sagt: Hey, Wind, schweig mal, Wasser, du auch. Und alles wurde wieder normal. Und die Jünger dann so: Ey, boah, was ist das für ein Typ, der sowas kann? Und die Message, die meistens in Predigen genommen wird, wenn man das sieht: Hey, Jesus kommt in deinen Sturm oder irgendwie sowas und wird alles beruhigen und in deine Krankheit und dies und das, alles kann in deiner Welt kommen und Jesus wird es für dich aus der Welt schaffen. Jesus kann natürlich alles aus deiner Welt schaffen, wenn er möchte. Aber das ist nicht, glaube ich, nicht der Punkt dieser Message, weil es geht ja, denn hier geht es eher um das Vertrauen, um zu erkennen, wer Jesus ist und um, einfach nur um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und wir sehen auch schon hier wieder ein bisschen so, dass Jesus einfach ein bisschen genervt ist und zwar, er fragt: Warum seid ihr so ängstlich? Und wenn wir darauf gucken, ist es eigentlich sehr berechtigt, dass die Jünger Angst haben. Unser Boot geht gleich kaputt. Sturm und Wellen, Wind und was auch immer, tötet uns gleich. Es ist eigentlich verständlich, Angst zu haben. Und genauso ist es halt in unserem Leben so. Eigentlich ist es verständlich, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen in unterschiedlichen Situationen. Aber nichts kann uns passieren, weil Jesus bei uns ist. Und es sollte uns trösten. Und ich habe schon häufiger gehört, dass Leute, Christen, sich das nur einreden. Also die glauben es nicht wirklich und deshalb haben sie Angst und deshalb haben sie diese Sorge. Aber ich glaube wirklich fest daran, dass du frei von Sorge sein kannst, frei von Ängsten sein kannst, wenn du das zu 100% verinnerlicht hast, dass Jesus bei dir ist und der dich vor allem beschützt, vor allem. Und da geht es nicht darum, dass nie ein Autounfall passieren kann, nie du krank werden kannst. Nein, es geht darum, dass dein Heil, dass du gerettet bist, wenn du Jesus angenommen hast. Und dass auch wenn dein Körper stirbt, wenn dein Körper zerfällt, dass du ja letztendlich, dein Geist ist ja gerettet und darauf kannst du dich immer, das sollte dich immer trösten. Du bist gerettet, wenn du Jesus angenommen hast. Punkt. Du bist gerettet. Ist auch klar, hey, du möchtest nicht unbedingt in einem grausamen Autounfall sterben. Klar, du möchtest nicht unbedingt trauernde Familienmitglieder hinterlassen, aber dir wird nichts passieren. Du brauchst dir keine Sorgen machen um das, was um dir herum ist. Gib alles Gott ab, hey, sag, vertraue, aber genau, letztendlich ist es das Vertrauen auf Jesus Christus. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen. Falls ich wieder was ausgelassen habe oder auch überhaupt mal was ausgelassen habe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir auch dahin und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Cor hier, ihr da, alles klar. Was geht? Hier habe ich wieder die Playlists von allen Markus-Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und hier
habe ich ein Video über den Jesus der Welt und Jesus der Bibel.